Willkommen bei Lunchtime. Heute machen wir ein richtig geiles Rezept, nämlich eine traditionelle Pekka. Und wie die funktioniert, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Es ist Lunchtime, Baby, come on now. Wie ihr sicherlich wisst, machen wir bei der Barbecue Football EM mit und haben das Land Kroatien zugelost bekommen. Wo wir beide das gehört haben, dass wir Kroatien bekommen haben, haben wir uns angeguckt und gesagt, ja, ganz klar, was wir da machen. Cevapcici. Das ist das erste gewesen, woran wir gedacht haben. Aber Kroatien ist so viel mehr als nur Cevapcici. Durch ständige Verschiebung der Ländergrenzen in der Vergangenheit sind zum Beispiel in Kroatien im Norden österreichische und ungarische Einflüsse zu erkennen und im Osten türkische. Wenn man aber in die Kinobas guckt, das sind die Gaststätten, die von den Einheimischen betrieben werden, dann lässt sich eher so ein römisch-griechischer Einfluss erkennen. In Vorbereitung auf dieses Video habe ich mit sehr, sehr vielen Leuten gesprochen, die aus Kroatien kommen und die in Kroatien Urlaub gemacht haben und habe die nach ihren Erfahrungen bei ihren Reisen in Kroatien gefragt. Und die haben mir erzählt, da wenn man ein typisch kroatisches Barbecue-Gericht sucht, dann kommt man an der Pekka nicht vorbei. Pekka ist nicht nur der Name des Gerichts, sondern auch das Gerät, was wir dafür brauchen. Das ist nämlich eine Gusspfanne mit drei Beinen, worauf eine Gussglocke kommt und auf die Gussglocke kommen Kohlen und so wird das Gericht gegart. Ich habe euch jetzt aber erstmal genug vollgequatscht und wir starten jetzt als allererstes mit den Zutaten. Für die Pekka brauchen wir folgende Zutaten. 600 Gramm Langkarree, 500 Gramm Schweinebauch, 500 Gramm Tafelspitz, 10 kleine Kartoffeln, 3 Möhren, 5 Zwiebeln, eine ganze Knoblauchknolle, 2 Zweige Rosmarin, 2 Zweige Thymian und 100 Milliliter Olivenöl. Und um das ganze Fleisch zu würzen, brauchen wir jede Menge Meersalz. Jetzt können wir auch starten mit der Vorbereitung für die Pekka. Ich empfehle euch als allererstes mal das Feuer anzuzünden, weil das dauert natürlich am allerlängsten. Wir benutzen einen Anzündkamin und Kohlen, weil auf unserem Balkon, da geht das halt nicht anders. Da können wir kein großes Feuer machen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, macht lieber ein Feuer, das macht viel mehr Spaß. Als nächstes könnt ihr anfangen, das Gemüse zu schälen und in der Pekka zu verteilen. Die Möhren müssen gedrittelt werden und damit nichts anbrennt, braucht ihr Olivenöl. Jede Menge Olivenöl. Wir haben 100 Milliliter genommen, das reicht für eine 40 cm Pekka. Jetzt kommen Fleisch und Gewürze hinzu. Bei den Gewürzen haben wir 2 Zweige Rosmarin und 2 Zweige Thymian genommen. Theoretisch könnt ihr an Gewürzen aber benutzen, was ihr wollt. Nehmt immer frische Kräuter, weil das schmeckt am Ende am besten. Beim Fleisch bleibt jetzt eigentlich nur noch darauf zu achten, dass es ungefähr gleichzeitig gar wird. Das heißt, Rindfleisch haben wir in 8x8 cm große Stücke geschnitten und das Lamm und den Schweinebauch haben wir einfach nur halbiert. Jetzt muss das Fleisch nur noch gewürzt werden, sprich mit jede Menge Salz. Spart jetzt wirklich nicht daran, weil das Fleisch wird nachher beim Garen verliert das Saft und auch natürlich wird da ein bisschen Salz abgespült. Das Salz geht dann auf die Kartoffeln und auf das restliche Gemüse und macht das nochmal richtig lecker. Die Pekka ist jetzt fertig vorbereitet. Die Kohlen sollten in der Zwischenzeit auch fertig durchgeglüht sein und wir nehmen als Bett jetzt sozusagen erstmal 2-3 Kohlen nach unten, dann kommt da drauf die Pekka, die Gussglocke kommt drauf und auf die Gussglocke kommen die restlichen Kohlen. Bei den Kohlen bleibt darauf zu achten, dass wir nicht zu viel benutzen. Das heißt, erstmal im Zweifel ein bisschen weniger Kohle nehmen, nach einer halben Stunde mal gucken, wie es aussieht. Da kann man ja schon mal abschätzen, ist das jetzt zu viel oder zu wenig. Wenn es zu viel sein sollte, nehmt ihr ein paar runter. Wenn es zu wenig sein sollte, noch ein paar oben drauf. Die Garzeit der Pekka beträgt 2,5 Stunden. Wir empfehlen aber alle 30 Minuten mal reinzuschauen, um zu gucken, ob noch genügend Flüssigkeit vorhanden ist.
alle 60 Minuten sollte das Fleisch jetzt gedreht werden, damit es auch wirklich von allen Seiten die Röstaromen abbekommt und richtig schön knusprig wird. In der Zeit, wo die Pika jetzt am Brodeln ist, zeigen wir euch noch einen kleinen Foodporn von einem Pulposalat, den wir gemacht haben. Den werden wir gleich auch probieren. Bei 150 Likes, also wenn ihr 150 Likes auf dieses Video gebt, hauen wir dieses Rezept auch noch für euch raus, als extra Video. Also viel Spaß beim Foodporn. So, der Salat ist jetzt fertig. Die Pika, die braucht noch ein bisschen. Aber wir geben euch jetzt ein paar Infos zum Barbecue-Event. Genau, wie am Anfang schon erwähnt, haben ja 24 YouTuber teilgenommen. Und jeder dieser YouTuber hat ein Video gemacht. In jedem Video findet ihr einen Schnipsel zum Lösungswort. Unserer folgt übrigens nachher noch beim Probieren. Und diese Lösungswörter geben zusammen einen Lösungssatz, den ihr bis zum 15.07. an folgende E-Mail-Adresse senden könnt. Am 17.07. werden dann die Gewinne ausgelost. Die Gewinne sind richtig geil, würde ich sagen. Ja, zum Beispiel so ein Grill, nur noch eine Nummer größer, also ein Napoleon. Und von Bernhard gibt es auch noch einen richtig geilen Grill, nämlich den Big Free Deluxe mit Zubehörpaket. Dann gibt es noch diverse Soßen, es gibt Gewürze, es gibt echt richtig viel geilen Scheiß. Aber bevor wir jetzt gleich zum Probieren kommen, haben wir hier noch eine kleine Weinempfehlung. Das ist ein Wein aus Kroatien von 2008. Er heißt, ich weiß jetzt nicht, ob ich mit der Aussprache richtig bin, Cuvée Benkova. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Probiert haben wir noch nicht. Das machen wir gleich. Oder? Nee. Wir schlemmen jetzt schon mal los, ne? Und wir sehen uns gleich hier beim Probieren. Grüßerchen! So Leute, die Pekka ist jetzt endlich fertig. Wir können jetzt endlich probieren. Was sagst du dazu? Ich hab Bock. Ich glaube auch, ey. Ich habe schon so einen Kohldampf. Ich tue hier mal so ein Stückchen hier hin. Das hier ist jetzt da drin Fleisch. Jetzt schmeckt das übel scheiße, ich sage dir. Oh, sieht auf jeden Fall schon mal saftig-knaftig aus, ne? Hier, ich habe was für dich, auch eine Gabel. Hier mal. Tausch mir kurz. Ja. So. Lass mal probieren. Prösterchen. Ja. Prost. Alter. Butterschlag. Geil. Also die alten Kroaten, die wussten, wie man lebt, ne? Hast du da gesehen? Ich habe versucht, hier das Fleisch rauszuholen und das zerfällt schon. Ich muss das hier mal anpacken. So. Boah, das ist richtig. Also, das ist schon richtig geil. Das ist jetzt. Schweinebauch. Guck mal, warte, ich mach mal den hier viel mehr, ne? Alter. Boah. Seht ihr das? Die Katze, die will auch schon. Huh. Ui. Fährt ja auf jeden Fall schon richtig geil vom Knochen. Gib mir mal deine Gabel. Piekst du das einfach mal auf. Ich stecke ein Stückchen ab, das ist noch ein Knochen drin. Ach, das ist noch ein Knochen. So, ist da noch ein Knochen? Ja, das ist noch ein Knochen. Alter, das ist ja alles Knochen. Ah, da waren die kleinen Stücke, ne? Ist das auch noch? Ne, das ist jetzt aber. Ja, da oben ist noch ein Knochen drin. Alter. Warte. Ja, okay, das ist jetzt. Warte, ich. Nimm einfach dieses ganze Gerüst hier. Da kannst du abnagen. Okay, guck mal hier. Die Katze, die findet auch schon geil. So, ich würde sagen, rein damit, ne? Rein. Wie der Klaus sagen würde, rein in die hohle Birne. Ah. Hi. Alter, diese Kruste ist ja brutal, ey. Boah. Also ich habe in ganz vielen Blogs gelesen, dass die Kruste der Hammer ist, aber das habe ich einfach nicht erwartet. Das ist perfekt, oder? Das ist richtig geil. Das ist richtig geil saftig, aber außen einfach richtig schön kross geworden. Sogar richtig crunchy. Maja, willst du auch mal probieren? Komischerweise ist das beim Dutch Oven irgendwie nicht so krass.
also beim Dutch Ofen, finde ich, wird das einfach nicht, diese, du kriegst da nicht so eine Kruste hin, glaube ich. Nee. Ich kann es nicht erklären, weil prinzipiell sieht es ja relativ ähnlich aus, aber irgendwie funktioniert das im Dutch Ofen nicht so gut. So, ich räume ja hier wieder ein bisschen Platz und wir haben ja noch das Lamm. Wir haben noch ziemlich viel, Alter, das Ding ist nur für uns beide, ne? Dann werden wir uns heute reinziehen. Oh. So. Ich schneide mal jedem so einen Schenkel ab. Und das ist auch schon butterzart, ne? Das merke ich jetzt schon. Also du musst mal, das zerfällt sonst auseinander. So, hält noch. Ja. Jetzt aufs Lamm hier, Prost. Prost. Alter, ist das geil geworden. Wow. Man hört die Leute ja immer in solchen Videos so schwärmen, aber was willst du auch anders machen, wenn es einfach nur perfekt ist? Mhm. Es ist wirklich, also ich habe noch nie sowas Butterzartes gegessen. Sogar Brisket oder so, hier auch beim Rindfleisch. Brisket war niemals so butterzart wie das jetzt. Nee, es ist echt richtig geil zart. Aber das Geile ist, man hat nicht eine Pampe, wenn man das Ding aufmacht, sondern alles ist noch für sich selber. Die ganzen verschiedenen Fleischarten. Auch hier die Kartoffeln. Auch die Kartoffeln, die sind perfekt auf den Punkt gegart. Ja. Die sind jetzt nicht Matschepampe oder so. Die sind perfekt. Weißt du, wo ich dabei bin, ne? Probier hier da auch mal. Auch die Kartoffeln sind geschmacklich echt der Wahnsinn, weil halt auch dieses ganze... Der ganze Bratensaft, der ist einfach da rausgelaufen, da drüber und das schmeckt man. Das schmeckt man einfach. Das hat auch schon die ganze Zeit so geil gerochen. Mhm. Also. Der Wahnsinn. So. Heftig, ja. Warte, du musst auch Kartoffel probieren. Probier mal die Kartoffel. Also meine Gabel wieder fischen. So eine leckere Kartoffel, ich sage dir. Hast du doch nicht. So. Oh. Gut, oder? Perfekt. So, und jetzt noch das Möhrchen. Gut, die Zwiebeln und die Tomaten, die sind jetzt nicht mehr auffindbar da drin. Das muss man jetzt einfach mal dabei sagen. Die Zwiebeln, die geben natürlich den ganzen Saft drin. Ich habe sehr viele Videos gesehen, wo Leute Pekkas gemacht haben. Oder Pekkas, ich weiß jetzt nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Da haben die immer ganz viel Flüssigkeit noch hinzugefügt. Weißwein hatten wir eigentlich auch vor. Wir wollten noch Weißwein reinmachen, aber das war gar nicht nötig. Durch die Zwiebeln, durch die Möhren, durch das Fleisch einfach, ist so viel Saft ausgetreten, dass wir nichts nachschenken müssen. Nee. Oh. Alter. Alter, was im Müll? It was at this moment that he knew. He fucked up. Maja! Mein Freund darf das Video nur niemals sehen. Das erzählst du dir auch nicht. Nein. Oh, da sind wir wieder. Ja. Die Katze hat gerade im Balkon erstmal einen Abgang gemacht. Eine Etage runtergesprungen, aber nichts passiert, alles gut. Nur kurz Herzklopfen. Oh, alles wieder gut. Wo war er stehen geblieben? Bei den Möhren. Die Möhren waren echt verdammt geil. Also ich bin eigentlich nicht so der Fan von gekochten Möhren oder so, weil die meistens ja so ein bisschen geschmacksneutral sind, so ein bisschen, weiß ich nicht, fad. Aber gefühlt hat sich der komplette Geschmack von allem, was da drin ist. Du hast noch nie bei mir Möhren gegessen, das war das Problem. Ja, aber jetzt so generell so Möhren, weiß ich nicht, aber die sind halt echt geil. Mhm. Also generell... Wirklich, das kann ich auch nur sagen. Echt verdammt lecker. Zwiebeln sind natürlich verkocht, Tomaten auch. Die haben natürlich alles Flüssigkeit abgegeben, die sind nicht mehr da. Aber geschmacklich echt der Wahnsinn, ey. Ich musste hier auch nochmal an so ein Stückchen rumknabbern, ne? Echt der Wahnsinn. Es ist echt Hammer. Gut essen kann ich nicht, aber ist ja ein anderes Thema. Wir haben noch hier so einen Salat stehen. Ja. Man muss dazu sagen, wir sind beide keine Fans von dem Tintenfisch, aber wir probieren es. So, da ist Gabel. Genau. Wir haben vorhin schon mal probiert, da war er auch nicht wirklich warm. Es war schon geil. Jetzt der natürlich steht er schon eine Weile hier. Ich guck mal, dass ich von allem ein bisschen was dabei habe. Ja, ich muss hier auch rumgucken. Nee. Hallo? Gut. Prösterchen. Prost. Muss auch probiert werden. Auch wenn ein Grünzeug ist.
Mhm. Hast du auch was Scharfes? Was haben wir denn da Scharfes reingemacht? Oliven. Dünner Chilis? What? Ich dachte, da wäre kleine Paprika. Also ich muss sagen, mach du es zuerst. Also wie gesagt, wir sind beide nicht so die Octopus-Fans, aber die Zitrone und der Knoblauch sind halt so geil, dass man dieses stark Fischige, das ist eher so, ja, das bringt sich nicht so in den Vordergrund. Ja, eben haben wir probiert, nur den Tintenfisch. Genau. Da, also Tintenfisch ist nicht so unser Ding, beziehungsweise Octopus, was sage ich, Tintenfisch. Aber die Kombination mit allem zusammen, auch jetzt die Schärfe durch hier die Chilis, muss ich sagen, schmeckt ziemlich gut, ne? Ja, so. Auf jeden Fall, kann man machen. So, ich würde sagen, wir sind jetzt durch mit dem Video. Jetzt fehlt nur noch unser Codewort. Genau, das Codewort. Das Codewort ist 2021. Weißt du noch? Nee, ich weiß es nicht. Na komm, ich guck mal kurz nach. 2021 2021 bedeutet. Wir blenden es auch nochmal hier ein, damit nichts schief gehen kann. Richtig. Morgen kommt der Sören von Nückis Steiner Barbecue, der ist am Zug. Gestern war Heinun Barbecue. Guckt bei den beiden Kanälen und natürlich bei allen anderen auch. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Genau. Wir sind relativ frisch. Genau. Und ne, die Glocke, die muss an. Sonst kriegt ihr nicht mit, wenn wir was Neues bringen. Das wäre ja schade. So ist es. Also, bis die Tage. Bis denn. Es ist Lunchtime.